Und da bin ich wieder. Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Quest 11. Part 77, wollte ich schon sagen. Naja, wir haben hier eine Mondchimäre. Dabei dürft ihr raten, welchen Gegner ich die ganze Zeit farmen durfte. Richtig, die kosmische Chimäre. Hat auch relativ lange gedauert. Währenddessen habe ich zwei Flüssigmetallschleime der Schatten erledigen dürfen. Ja, was die Mondchimäre so drauf hat, keine Ahnung. Ich werde nichts sagen, aber sie ist tot. Tja, manchmal ist das Leben so. Aber ja, wie ihr seht, Charaktere so ein bisschen verstärkt jetzt. Ich habe das Gefühl, dass die Mondchimäre mir das interessiert hat, gegeben hat, was ich irgendwie blöde finde. Aber naja, gut. Ihr könnt uns auch einen Schutzrubin geben. Aber, na, hatte sie keinen Bock drauf. Sie kann Garitz. Na gut. Das wäre das, was sie drauf gehabt hätte, Garitz. Einen Gegner habe ich hier immer noch nicht drauf. Ich habe keine Ahnung wen, aber, naja. Ich glaube, ich habe trotzdem noch einen neuen oder einen weiteren. Mindestens einen weiteren seltenen Gegner für euch auf Lager. Also treffe ich euch da gleich wieder. Übrigens, das hier ist die Gegend von Eschenburg. Hätte ich vielleicht erwähnen sollen, statt damit auch noch da. Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Let's Play Dragon Quest 11. Beim letzten Mal hatte ich zwar gesagt, ja, ich zeige jetzt total viele seltene Kämpfe, aber laut meiner Liste, die ich zumindest gefunden hatte im Internet, ich kenne mich selber natürlich nicht aus, um Gottes Willen, oder kommt so. Gibt es tatsächlich keine weiteren großartigen Kämpfe mehr, die ich gerade in diesem Moment machen kann. Also, weiter mit der Story nach dieser Mondchimäre. Everybody, everybody! Be still, Axuo. You must be like a spring breeze, not a howling gale. Be still. I will howl it to heaven. Tatsunaga lives. What nonsense he speaks. Tatsunaga is no more. Miko told us so. No, the creature lives. It roars and howls in its lair, loud as the mountain. You lie, wretched child. A beast blocks the way upward you could not have passed. Ha! I am the beast! The unholy fiend you feared? Me and my sister. What? We took our mother and sought to keep you from her with a bold disguise. Idiot children! Your games will see us all killed by the mountain's rage. Ha! Why believe you? You whose tales of bold conquest were naught but hot air. The beast was not slain. You gave away our futures to save your own skin. Snake, devil, spider, you seek not sacrifices, you seek dragon food. Your scheme lies exposed. Your bargain with the dragon will not save you now. And what of Ryu, hmm? The son who fought beside you. Was his soul sold too? Enough! Hush, mewling kitten. What do you know of the truth? Of sacrifices? Can it truly be? The dragon's death a facade? Dislodged by the breeze? If so, why all this? Why sate the mountain's anger? We die anyway. Silence! The dragon is gone. My beloved son slew him and paid with his life. Now, meddling brat. Test the mountain's wrath no more.
you risk all our lives. Bring forth your mother. The flames burn ever stronger while our time grows short. You shall not have her! I see through your web of lies. Accursed spider! No! That's wrong! Come! Quickly! Also kam die Wahrheit so halb ans Licht. Ich gehe 5 Schritte und darf schon wieder mich abgeben. Tatsunaga! Dragon lives! Miko, she gave us to him! He will eat us all! Steady! Fire! Again! Your weapons! Though this may seem a dragon, it is but a boy! Mistress Miko! To sate your hunger, I give up my mortal form. The fox feeds her cub. No! Mistress Miko! Quickly! Fire! He will kill us all! Fate hangs by a thread. We must fight fire with cold steel. You must face the beast. Auch schön. Das Einzige war, dass man uns wirklich mal wieder hört und alles ist so. Okay, wenn es denn sein muss. Ja, schon steht ein Bosskampf an gegen Tatsunaga. Das ging schneller als erwartet, ne? Gegen den Drachen kämpfen? Ja. Natürlich kommt doch eine Katze. You saw it swallow the priestess. Be on your guard. Ich sollte die nicht immer so lange brüllen lassen. Hab das prinzipiell gar nichts von, aber irgendwie mag ich das. Ah ja, das geht in Ordnung. Oder ich sterbe dann. Das ist aber auch egal. Finde ich auch gut. Also. Das Sterben als solches nicht, aber. Dann kannst du einfach mal machen. Ja, das ist okay. Das ist auch okay. So, Tatsunaga selbst gilt als guter Gegner, das ist das eine. Von daher kann man da prima so reinhauen. Das andere ist, dass er, wie man ja gesehen hat, zweimal hintereinander angreifen kann, was, je nachdem wie man es sieht, furchtbar nervig sein kann, aber nicht muss. Aber meistens ist es schon nervig. Aber ich hab mit ihm hier eigentlich kein Problem. Das Schönere wäre natürlich gewesen, wenn das Dorf jetzt gedacht hätte, hier hast ein paar Items zum Kauf und so, aber
Naja. Wer nicht will, der hat schon, ne? Frodo macht seinen Job halt weiterhin gut als Heiler hier in der Truppe. Da ist er auch schon fast tot. Hendrik kam fast nicht einmal dran. Ich meine, gut, er hat den feurigen Fanal eingeleitet, aber das ist einfach gut. Gewonnen! Ja! Großes Problem. Hätte mich Miko mal an den Drachen rangelassen, aber nein! Nein! The beast flees, chastened. Dust settles, sunlight returns. The village is saved. The bitter truth dawns. Day breaks. Its light harsh, cruel. First Ryu, now Miko. The lion's taken from us. Only sheep remain. Did you see her trying to protect that thing before it ate her? What was that about, huh? Who can know her mind? The sun of her heart's eclipsed. Treachery blinds her. But one thing is clear. Until its flame is smothered, the beast is a threat. Tatsunaga's lair. At the heart of the mountain, reached by the great gate. It must be unlocked. Miko's maid, she has the key. Come now, to the shrine. Also ich glaube tatsächlich, dass so ziemlich jeder von euch sich denken kann, was wirklich jetzt die Geschichte zwischen Miko und Tatsunaga ist, allein von dem, was sie gesagt hat. Wahrscheinlich haben unsere Charaktere das einfach nicht gehört. Sonst wären sie mal wieder auf so einer Skala von 1 bis 10, was Intelligenz angeht, relativ weit unten. Ist einfach so. Are the gods so cruel? To pile like rocks upon her, burden on burden. We came for the key. The one for the mountain gate. There, the dragon waits. With Miko's light gone, yours is the only glimmer. Take it. It is yours. We have the key. Clouds part. The way ahead clears. The end is at hand. Wait. You must know the truth. It sleeps between these pages. Wake it. Make it yours. Looks like a diary of some kind. Must be Miko's. My sins rend my heart. I must confess them or scream. Thus I record them. The battle was fierce. At last the dragon lay prone. My son drew his sword. But then, like a fog, blackness rose from the dragon. Poor Yu was smothered. I carried him home. He tried to fight the darkness, but the night prevailed. The beast had cursed him. Pain racked my poor boy's body. I watched his form change. He was a dragon. I had to hide him away, pretend he was dead.
Can her words be true? Not Tatsunaga, but Ryu. This is who we fought? Hey, don't interrupt, honey. I want to hear how it ends. Could he be restored? A storm of doubts assailed me. But then the skies cleared. The magic mirror in which true forms are revealed. This might save my son. Alas, the mirror neither revealed nor restored, though I tried and tried. My son's hunger grew. The hunger of the dragon for the flesh of men. It burns like hot sun. The agony of knowing. The choice that I make. But my son must live till I master the mirror I wear by my heart. Thus have I chosen. Though others' lives are squandered, my boys must be saved. Ugh, it's a tragic tale. The poor woman, torn between her child and her people. It's a choice you wouldn't wish on anybody. Maybe if we could get our hands on that mirror she mentioned, we might have more luck with it than she did. But Miko is gone. The magic mirror with her. The light of hope fades. You cannot be saved. Only the creature remains. You must forget him. Mother Devourer! Peril! Foul Scourge! Murderer! The beast must be slain! Yes, the time has come. Meet me on the western path, before the Great Gate. Haben wir die Wahrheit über, naja, Ryu und Miku, Miko und Miku, Entschuldigung, aufgedeckt. Und die kleine Schlawiterin hat hier sogar eine Mini-Medaille versteckt. Das ist noch ein Tagebuch, ist aber nicht interessant. Okay, na fein. Hätte ja sein können. Sonst noch was hier. Also ja, unerwarteterweise ist Tatsunaga ihr Sohn. Keine Ahnung, das war so ziemlich das Erste, was ich erwartet habe in dem Spiel, aber naja, okay. Heißt für uns, Söhnchen retten gehen. Problematik bei dem Ganzen ist jetzt eigentlich nur, dass wir in Anführungszeichen einen relativ toughen Dungeon vor uns haben. Der ist nicht lang, aber es ist ein Dungeon. Und der Boss danach, also schockierenderweise Tatsunaga, nochmal, ist nicht sonderlich nett zu Besuch. Ich müsste ihn eigentlich mit dem, was ich habe, hinkriegen, aber das ist ein bisschen glücksabhängig. So ein bisschen wie der Kampf mit Jade. Nur dass er statt Leute zu bezirzen, Leute mit einem Brüllen auf die Bretter schicken kann. Und daraus resultieren kann dann halt kommen, dass ich nicht großartig angreifen kann und dann so gut wie tot bin. Ja, spaßige Geschichte. Was ich jetzt also machen werde, ist mit euch den Dungeon einmal komplett zu durchlaufen. Mich dann wahrscheinlich nochmal heilen und dann den Dungeon so schnell zu durchlaufen, dass ich im Großen und Ganzen nicht einen einzigen Gegner sehe, damit wir auch bloß keine Gefahr haben, wenn es darum geht, wie meine HP etc. aussehen. Soweit der Plan. Außerdem Lava-Club, der ein bisschen spät auftauchte, aber es ist ein Lava-Club. A warm welcome face, like the spring after winter. Throw open the gate.
must see the end of the dragon and his tail. I must come with you. Na gut. Wahrscheinlich das erste Mal, dass ich irgendeinen NPC mitgeschleppt habe. Frei nach dem Motto, gut, wenn du es dir ansehen möchtest, dann bitte sehr. Hat der Kleine hier den Bärenpelz her? Das ist ein Ursa Minor. Ich gehe mal davon aus, dass das, was er anhatte, ein Ursa Minor war. Naja, und da dieser Ursa Minor jetzt ist von der guten, brauche ich hier nicht großartig was anderes machen, außer draufhauen und Fuß. Sonst hätte ich den Kampf schneller entscheiden können. So haben wir es halt gemacht. Außerdem ein Schwertiges. Er ist groß. Er hat Muskeln. Er kriegt trotzdem einen Critical Hit von Blade reingedrückt. Und warum auch nicht? Geschieht denen ja immer recht. Und danach sind wir so gut wie durch wieder mit dem Kampf. Seine Jade macht jetzt nicht genug Schaden, natürlich nicht, aber das jetzt. Ta-ta-ta-ta! Das waren die neuen Gegner, die draußen rum waren. Unglaublich, nicht wahr? Das hier wollte ich einfach nur mal gezeigt haben, um zu sagen, tja, keine Ahnung, was das ist, aber die Tür ist fest verschlossen. Hier kommen wir nicht durch, zumindest noch nicht. Auch das wieder, wahrscheinlich einer dieser Orte, entweder in Akt 3, wenn man so möchte. Oder viel später in diesem Durchgang hier noch. Auf jeden Fall komme ich jetzt da nicht rein. Macht aber auch erstmal nichts. Wir haben jetzt erstmal eine schöne, feurige Lavagrube hier, in der ich rumlaufen darf. Wie gesagt, der Dungeon selbst ist nicht lang. Da haben wir ein Reittier. Die da unten haben eine unglaubliche Verteidigung wiederum. Und diese Blöcke kann man nur kaputt machen mit besagten Reittier. Von daher muss ich mir den holen. Da drüben ist schon Tatsunaga. Also der Dungeon selbst ist wirklich nicht lang. Es ist eher so eine Sache von finde das oder hol das Reittier. Und dann macht die Blöcke kaputt, um ein paar Items einzusammeln. Mehr ist das hier nicht. Der Dungeon ist wirklich nicht lang. Aber ja, hier haben wir den Chromboliden. Ein... naja. Ein Gegner, der vorhanden ist halt. So. Mit dem Chromboliden haben wir zwei Vorteile. Nämlich diese Plattformen hier wären... wenn ich mich jetzt nicht komplett irre... wären ziemlich heiß und würden mir die Füße verbrennen, sprich mir Schaden machen. So können wir einfach drüber laufen. Und das andere, wie man sieht, ist eben, wir können diese Felsbrocken jetzt einfach kaputt machen. Von daher, das ist eigentlich schon wieder alles, was wir davon haben. Aber ja, für das bisschen, was wir hier machen sozusagen, nochmal ein komplettes Set an Sachen. Die kennen wir schon. Die kenne ich auch, aber die kann ich nicht rennen. Da fehlt es mir so ein bisschen an Level halt. Da ich hier nicht großartig gegen Gegner kämpfe, werde ich wahrscheinlich gleich einfach in den Bosskampf noch reinlaufen. Also ich sehe nichts, was mich daran hindern würde. Die MP sinkt raus, HP sinkt raus. Eigentlich kann ich glaube gleich einfach in den Kampf gehen. Ein bisschen MP zurückholen, indem ich Leute mit meinem Stock verprügle. Das war immer gut. So. Hier einmal nochmal hoch. Weil da drüben noch ein Stein ist. Und Hände. Aber mir geht's um den Stein. Denn hier finden wir einen Magma-Stab. Den kann ich dann Bodo ausrüsten. Aber einen schönen Magma-Stab, den kann man auch benutzen. Aber ob ich das machen werde oder nicht, ist wieder so eine andere Sache. Ja. Diese großen, stacheligen Gegner, die wir ja kennen als Krillkiller oder auch andere Sachen. Wie gesagt, super hohe Verteidigung.
eigentlich nichts, worauf ich jetzt gerade Lust habe zu kämpfen, aber... Naja, ein andermal daneben. Weil die dauern dann tatsächlich ein bisschen länger und dann ist interessant meiner Meinung nach. Noch ein Feuerball in einer Truhe, da noch Grünbull. Achso, und da wäre der Weg zu gewesen. Naja. Das ist mir egal. Da ist nichts Interessantes. Ansonsten hier nur noch für den Fall der Fälle ein 4 Violen Waisenelixier. Nichts passiert. Meine HP sind nicht voll. Nichts passiert, aber alle sind ja sowieso fast geheilt. Also. The fuck? Kaum einer ist voll geheilt. Ah, passiert nichts, aber sind ja alle fast geheilt. Was? Is this really him? The man who once fought for good, reborn as a beast. Once kind as the sun, once gentle as the spring breeze. Now he burns, rages. For our dear home's sake, I would gladly give my life. He said this to me. He must be released. For Hotto's sake, and for his, please, end this sadness. Okay, das ist Tatsunaga 2.0 sozusagen und ja, ihn sollte man jetzt nicht mehr unbedingt unterschätzen, weil hier haben wir den Effekt, er ist tatsächlich in dem Sinne schneller, er greift dreimal an und das merkt man halt, das mit dem dreimal angreifen und schneller und mehr wehtun und sowas. Also ja, Tatsunaga 2.0, definitiv ein harter Kampf. In dem Sinne kann ich jetzt gerade zum Beispiel nur froh sein, dass er nicht direkt mit dem Brüllen angefangen hat, weil das ist so ein Angriff, der ist... Das ist nicht gut. Genau das meine ich, der Kriegsschrei. Es kann eben vorkommen, dass durch diesen Kriegsschrei wirklich durchweg die Bank auf die Bretter geschickt wird. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ansonsten hat er direkt den Buff von Hendrik bei Hendrik selbst negiert. Finde ich auch sehr nett von ihm. Direkt so, du nicht. Du nicht. Aber solange es bei einem anderen noch da ist, ist das erstmal auch wieder interessant. Irgendwie mag er Hendrik nicht, habe ich das Gefühl. So, genau, was ich eigentlich machen wollte. Teufelchen aktivieren. Und ja, wer braucht schon ein Bunny-Kostüm, wenn man durch Teufelchen immer in ein Bunny-Kostüm gerät, ne? Das ist... Was soll ich sagen? Ist halt so, ne? Wer braucht dann noch ein Bunny-Kostüm? Jade kommt auch so in einem Bunny-Kostüm. Eigentlich wollte ich nur die Heilung, eigentlich wollte ich Hendrik mehr heilen. Egal. Ja, feuriger Fußfeger interessiert jetzt nicht so genau. Von daher immer weiter hier. Da seht ihr, da kommen jetzt die richtig heftigen Treffer raus. Der kann echt Hendrik überhaupt nicht leiden, ne? Nein! Das kommt davon, dass ich Multi-Heilung eingesetzt habe und die Heilung nicht eingekommen sollte. Passt auf, jetzt ist es wieder wie beim letzten Kampf. Ja, der kommt. Verdammt, noch eins, ey. Ohne Witz, meine Charaktere haben nichts Besseres zu tun, als auf dem Boden liegen zu bleiben. Ich weiß nicht, wieso.
kann ich aber auch nicht ändern. Ganz ehrlich. Das ist, also, solange ich nicht diesen Wiederbelebungszauber habe, mit dem ich zu 100% weiß, meine Charaktere stehen wieder auf, wird sich irgendwie bei mir scheinbar nicht einmal, wirklich nicht ein einziges Mal neue Chance im Kampf zu benutzen bisher. Ihr habt es ja gesehen, im Normalfall kommt dann nur, der steht nicht wieder auf. Da mir allerdings nur Erfahrungspunkte dazu flöten gehen, ist mir das bewusst und ganz meistens auch wiederum egal. Weil, kann ich auch nachholen. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das im Sachzusammenhang finden soll. Jade ist es zwar nicht richtig, aber sie ist sowas wie seine Schwester. Ich sage bewusst nur sowas wie. Und seine Schwester, so gut wie Schwester, wackelt mit ihren Brüsten vor ihrem Bruder rum? Fassbruder? Well, that was easy. Und er fährt da drauf ab und bringt einen Drachen um. Ich meine, es ist halt wie, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Es ist sehr merkwürdig. Ja, ich könnte hier hoch. Könnte. Ich werde wohl erstmal hier unten lang weiter rumarbeiten. Heilige Schutzaura, ja, Stärke ist immer gut, gib mir Stärke. Was ist das? Abhärtung, ja. Ritterrakete, ich verwandle ihn in Stahl, er wird weggetreten und macht einen enormen Schaden. Und ja, das ist nur eine komplett reine Vermutung. Aber die Vorstellung finde ich jetzt schon gut. Die anderen passen erstmal so. Ja, und das war Tatsunaga 2.0. Der wieder brüllt, natürlich. Ryu! I don't like the look of this. I am free at last. I shed my shell of torment and walk in the sun. The mirror's power, though great, could not show the truth. That truth lay within. With it inside me, at last the miasma cleared. The curse was broken. One question remains. How did the mirror get there? What brought the out in? Alas, time grows short. My spirit ebbs like the tide. I drift from life's shore. Thank you.
first we came here, rage burned in me at Miko, at her treachery. But though she did wrong, she did it with good reason, or so she believed. She loved her son Ryu, just as we love our mother, as the fox its cubs. Now to the village. Sun shines on Hotto once more. We must share the news. In der Tat, das sind Nachrichten. Hat er gut gesagt. Hätte er sagen können, das sind gute Nachrichten, oder? Aber nein, das sind Nachrichten. Tja. Armer Hendrik lag am Boden des Vulkans, aber wenigstens war es warm, nehme ich an. Und at last we are saved. Mother! Yes! Can you forgive us? To condone your sacrifice brought eternal shame. Is buried. A new season greets us all. A season of sun. How can the sun shine on a village whose people drift now, rudderless? We believed in lies, trusted one who betrayed us. Who now will guide us? Not supposed to be able to think for themselves? The dragon is gone. For this, we thank our friends here, but Miko the most. Though she betrayed us, we only live thanks to her. Our breath is her gift. To sacrifice us must have burned hotter than fire. We must forgive her. A new dawn awaits. We must make our own future. She died that we might. They do not need to know the whole truth. They have seen tragedy enough. The people of Hotto must rely on themselves now. And Atsuko and I will make sure they do. Eine bessere Zukunft für uns. Ja, das ist doch mal schön. Auch wenn, naja, alles irgendwie mehr oder minder so rüberkam, als wäre es am Schieflaufen. Jetzt ist alles wieder gut. Die Leute wissen nicht, was abgeht. Kleine Kinder regieren die Stadt. Ha, prima. Und jetzt können wir einkaufen. So. Da haben wir dann tatsächlich eine Feuerklinge. Ein Schwefelschwert, göttlicher Dolch und so ein Zeug, Flammerang, Feuerdrachenstab, Feuerklauen, solche Geschichten halt. Schöne Sachen für kleines Geld, mehr oder minder. Aber, naja, mein Problem ist nach wie vor Flüssigmetallhelme, die ich einfach kaufen kann. Das ist, ich weiß auch nicht. Super tolle Sachen, die man hier einfach so sich aneignen kann. Schöne Sachen. Mehr oder minder auch preiswert. Aber ja. Das ist dann also im Prinzip der ganze untere Teil, zu dem wir gehen konnten bisher. Gallopolis, Venezuela, wie hieß das nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Gondolia, so. Nicht Venezuela, Gondolia. Ach ja, und natürlich, bevor ich es vergesse, dieser brockige, Brocken super tollen Schwefels.
Nebenrolle, toll, danke. Egal, Mission erfüllt. Und ich wiederum treffe euch wieder. Upsa. Ich treffe euch wieder. Ich war noch nicht wieder da, oder? Doch, ich war, glaube ich, wieder da. Genau, auf den Sandinseln. Und von da können wir dann entweder Richtung Firnland oder nach Lamentea aufbrechen. Ich werde wahrscheinlich erst Lamentea nehmen, da wir dort ein paar... Obwohl... Ja doch, ich werde erst nach Lamentea mit euch fahren, ein bisschen die Inseln begucken. Und dann machen wir uns auf Richtung Firnland. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Der Lichtbringer bringt auch morgen wieder die Welt zum Leuchten. Aber bis dahin, guckt euch doch eine der 5 Playlisten unten in der Beschreibung näher an. Vielleicht findet ihr ein Projekt, was ihr noch nie gesehen habt und schon immer sehen wolltet. Wer weiß. Ansonsten findet ihr oben links im Bild, hoffentlich, denke ich mal, ein neues Video nur für euch, auf euch zugeschnitten. Und wenn das immer noch nicht genug ist, der muss halt leider bis morgen warten. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bye bye.